Meine Damen und Herren, ich freue mich, denn gerade eben vor dieser Folge hat es bei mir geklingelt und Skate ist angekommen. Wer Skate nicht kennt, das ist ja so ein bisschen wie Tony Hawk Pro Skater, nur wesentlich realistischer. Und seit 9 Jahren warte ich jetzt darauf, dass ich dieses dumme Spiel spielen kann. Und jetzt habe ich endlich eine Xbox und ich werde das Let's Playen. Und vielleicht einfach mal hier die Ankündigung, weil ich habe jetzt gleich 2 Dinge anzukündigen, ganz am Anfang dieser Folge. Erstens mal beginnt heute Nachmittag mein neues Let's Play und ich hoffe, es wird geil. Und zweitens habe ich auf das Feedback vieler Leute reagiert, die gesagt haben, hey, was du früher mal gemacht hast, hier diese Let's Play-Woche, warum machst du nicht wieder sowas? Das wäre doch echt mal hier so cool. Nee, Craftech-Woche habe ich das genannt. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, jeden Sonntag 2 Folgen Craftech hochzuladen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir gegen so März, April oder so, wenn Craftech dann noch läuft, auf jeden Fall, vielleicht sogar ein Craftech-Monat? 2 Folgen Craftech? Boah, das wär heftig. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das wirklich machen will, weil natürlich leidet auch so ein bisschen die Qualität der Folgen darunter, wenn du 2 am Tag machst. Aber eventuell wäre das was. Weiß ich noch nicht. Gucken wir, wenn es soweit ist. Bis dahin kann ich auf jeden Fall sagen, herzlich willkommen zurück, ja? Und wir werden heute an unserem Jump'n'Run weiter basteln. Was heute Abend kommt, das wissen wir noch nicht. Also theoretisch will ich mit einem Gast aufnehmen. Gucken wir mal, wie und ob überhaupt, ne? Ihr wisst ja, das ist immer so ein bisschen. Ja, gut, ich habe ein paar Sachen mitgenommen, denn ich habe ein paar fiese Gemeinheiten vor. Aber dazu erst später. Okay, weiter geht's. Wir müssen jetzt hier runter zu unserem Jumpen. YOLO! Okay, hat sogar funktioniert. Wir müssen hier runter zu unserem Jump'n'Run. Ne, das will ich jetzt nicht machen. Ich wollte gerade MLG über das Ding hier drüber machen, aber das hätte echt schief gehen können. Yes! Yes! Okay, also, ich muss echt mal was über diesen Berg hier machen. Vielleicht können wir den auch noch mit einsiedeln. Alter, unser Haus wird so edel aussehen, wenn es fertig ist. Ah, ich freue mich so drauf. Okay, also hier Jump'n'Run. Schon ewig nichts mehr dran gemacht. Einfach in den Hintergrund gestellt, weil die anderen Sachen halt auch wichtig sind. Ich würde sagen, wir beginnen einfach damit, den schnell mal einmal durchzuspielen. Und zwar so, wie er gemeint war. Und gemeint ist, dass du hier drauf springst und dann hier rüber. Fuck. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich zur Pflicht machen muss. Ich glaube nicht. Okay, zack. Uff. Warum, Alter? Komm schon. Sehr schön. Ich meine, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, damit er nicht so einfach ist am Anfang. Aber halt dennoch sehr einfach im Vergleich zu dem, was noch so kommen wird. Wer gesehen hat, ich habe mir gerade einige Trapdoors eingepackt. Ja, das war ernst gemeint. Aber da kommen wir erst nachher zu. Okay, okay. Hier habe ich übrigens tatsächlich Erde hingebaut, weil viele gesagt haben, es wäre ein Fünfersprung. Aber es ist gar kein Fünfer, es ist tatsächlich ein Vierer. Ich sehe allerdings ein, dass eventuell ein Vierersprung als letztes hier vor pädagogisch nicht wertvoll ist. Deswegen belassen wir es mal beim simplen Dreiersprung. Auch wenn ich ihm zu gern hier ein Vierer hingepackt hätte. Hier habe ich ein bisschen ausgebaut, wie ihr seht. Hier habe ich angefangen, den neuen PvP-Raum hier drin zu basteln. Und was natürlich als allererstes irgendwie hin muss, ist irgendein Boden und irgendein ja, Design-Element quasi, das sich so ein bisschen durchzieht. Und als Boden werde ich tatsächlich stinklangweiligen Stonebrick benutzen. Das heißt, wir müssen jetzt schnell den Boden einmal austauschen. Und durch den Stone, den wir hier bekommen, können wir dann gleich Stonebrick herstellen. Das ist also ganz cool. Und als Design-Element möchte ich quasi hier, während man sich in diesem kleinen Raum aufzeigt, da werden wir eine Redstone-Schaltung mit Ares Norlatch bauen. Also einen klassischen Timer eben, während man hier auf Zeit durch den Raum durchspringen muss und wenn man es nicht schafft, hat man halt verkackt und da von vorne anfangen, soll das trotzdem ein bisschen hübsch hier drin aussehen und dafür benötigen wir halt dann Redstone-Lampen wieder mal und so. Es wird kein billiges Angebot sein, dieser Jump'n'Run, aber wenn man schon so Bücher, und ich habe wirklich vor hier so Bücher wie Silk Touch und so, also wirklich Sachen, wo ich auch tonnenweise Emeralds wieder benötige, aber das ist okay, weil wenn jemand wirklich hier durch Jump'n'Run sich was verdienen will, Dankeschön, liebes Handy. Dann soll das auch, ja, rewarded werden. Da sollst du auch wirklich was für bekommen, wenn jemand diesen Jump'n'Run schafft. Nicht nur einfach ein Effizienz 1 Buch. Das wäre ich irgendwie, wäre ich selber ein bisschen enttäuscht, wenn ich jemanden so einen Jump'n'Run mache und dann, ja, hier hast du ein Buch. Ja, dankeschön, cool, was ist das? Wow, Effizienz 1. Okay. Ja, also, ich denke, ihr wisst, auf was das hier rausläuft. Ja, doch. Wir machen mal hier ganz viele von den Slabs. Ich weiß gar nicht, wie viele ich brauche. Ich denke, so 60 werden schon reichen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen.
ist es natürlich vielleicht gerade am Anfang nicht das Spannendste, aber danach werden wir schnell die Seiten einbasteln, denn da habe ich auch schon eine Idee, wie ich das machen werde, dass das hier halbwegs stylisch aussieht. Und dann fangen wir weiter an mit dem tatsächlichen Jump and Run. Gott, hat sich das schul angehört. Ich habe nämlich noch einen Button hier drin und den Button, den setzen wir hier prominent an eine Seite, zum Beispiel an diese hier. Denn auf den Button muss man drücken und dann muss man schnell rennen. Denn dann werde ich hier nach oben das hier noch weiter ausbasteln und da wird dann tatsächlich echter und nicht allzu leichter Jump'n'Run kommen. Ich bin ein bisschen, ja doch, ein bisschen gehypt dadurch. Wird echt cool. Man kann hier übrigens tatsächlich hier hinten durch, so groß ist der Berg und hat dann diese Aussicht. Und ich bin noch nicht sicher, was ich hier eigentlich machen will. Theoretisch könnte man echt was draus machen. Bis jetzt bin ich einfach nur froh, weil ich möchte das hier nicht zu groß machen, den Raum. Ich finde den von der Größe her schon echt angenehm. Aber ich möchte den Raum, die Slabs haben nicht mal ansatzweise gereicht, krass. Aber ich möchte den Raum dafür umso höher machen. Denn der Jump'n'Run soll nicht ewig gehen. Also versteht mich da nicht falsch. Lieber schwer als ewig. Denn es müssen wirklich noch fiese Sachen rein. Also ich denke da so an Sprünge, wo du dir den Kopf anschlägst. Und krasse Pain-Sprünge an der Seite und deswegen jetzt auch erstmal die Trapdoors. Der Schwierigkeitsgrad soll schon mit der Zeit sehr schnell steigen. Ich möchte, dass nicht mehr als 3 oder 4 Leute aus dem Projekt hier den Jump'n'Run tatsächlich schaffen können. Basti vielleicht, vielleicht Veni, vielleicht Rivi, wenn er da vorne nicht einen geistigen Kollaps erhält. Sturmwaffe könnte ich mir auch noch durchaus vorstellen. Aber so viel mehr müssen sich dann schon ein bisschen anstrengen. Also ich möchte den Jump'n'Run selbst auch nur gerade so schaffen können, sonst ist er zu einfach. Sonst ist es schlichtweg, ich meine, anstatt dass du hier irgendwie Emeralds farmst, gehst du hin und spielst einen Jump'n'Run. Das ist eigentlich Luxus für dich in dem Sinne. Habe ich Scheiße gebaut hier gerade, merke ich. Das muss so hin. Die müssen doch beide weg. Hä? Egal. Habe ich irgendwie gerade mich ein bisschen verbaut, habe ich das Gefühl. So, jetzt sieht es aber symmetrisch aus. Ist mir persönlich wichtig, dass das Ding hier tatsächlich 1:1 symmetrisch aussieht. Und hier müssen, glaube ich, genau, hier muss das so aufgefüllt werden. Keine Ahnung, was ich das erste Mal gebaut habe. Auf jeden Fall soll der Raum perfekt rund sein quasi. Und für perfekt rund muss man sich halt ein bisschen anstrengen. Okay, ansonsten wie gesagt, reine Clean Stone Wände. Allerdings ein bisschen, ja, finanziert wollte ich gerade sagen. Ein bisschen verschönert. Kümmern wir uns gleich drum und dann beginnt der eigentliche Jump'n'Run-Bau wieder. Auf den sich viele schon wieder so lange freuen. Inklusive mir. Weil ich finde das auch doof, hier so verschönern zu müssen. Ich möchte eigentlich auch lieber Jump'n'Run bauen. Okay, das hier wird noch hochgezogen, die Wand. Und dann müssen wir da drüben noch irgendwie 3 Erde austauschen. Jetzt haben wir einen perfekten Kubus geschaffen. Oh, guck mal, hier sind wir sogar relativ an der Grenze. Ich muss immer ein bisschen Platz außenrum lassen, damit ich die Möglichkeiten habe, mich noch mehr hier auszufalten. Okay, cool. Also, soweit, so gut ist das schon mal. Hier, wie gesagt, der eine Button, da kommt dann später ein Schild drüber. Sowas weiß ich. Hier klicken und schnell sein. Weil dann wird irgendwo oben eine Tür aufgehen. Irgendwie sowas. Ja, müssen wir wahrscheinlich hier noch irgendwie diesen Button hier wegnehmen. So einen dummen Block. Zum Beispiel den. So. Und den Button da drauf setzen. So, okay. Und jetzt ist es eigentlich sehr deutlich klar. Was ich jetzt noch als Style-Element tatsächlich, ja, hier drüben fehlt noch ein bisschen was. Was ich jetzt noch als Style-Element hinzufügen werde, sind in regelmäßigen Abständen Holzblöcke in der Wand. Wer sich jetzt noch nicht drunter vorstellen kann, gleich. Lass mich erst kurz ein bisschen Stonebrick herstellen, um den Boden da hinten noch weiter auszubessern. Mein Inventar ist schon wieder voll. Ich frage mich, wie ich das ernsthaft mache. Das ist ja zum Kotzen. Immer ist mein Inventar voll. So. Und so. Gut, jetzt passt es aber. Jetzt könnten wir auch hier einfach mal provisorisch zubauen. Jetzt haben wir hier den perfekten Kubus für unseren Jump'n'Run. Ich glaube, das macht auch schon was her. Aber wie gesagt, Style ist Style und deswegen baue ich mich jetzt mal hier hoch und werde quasi hier oben das Holz hier nutzen, um hier quasi so eine Querstrebe einmal komplett darum reinzubasteln. Ich bin mir noch nicht sicher genau, wie ich das anstellen werde, weil zum Beispiel sowas muss ich dann quasi so machen oder ich muss es irgendwie, wahrscheinlich muss ich irgendwie so bauen. Wir gucken mal. Gut, jetzt werden wir endlich fertig. Ich möchte eigentlich einen Jump'n'Run bauen in dieser Folge. Habe ich das schon mal angekündigt? Nee, oder? So, hier muss ich mich wieder ein bisschen rüberbauen. So. So und so. So. Gut, jetzt passt's. Jetzt haben wir den Raum endlich mal fertig. Jetzt können wir anfangen, Jump'n'Run ein bisschen hochzubasteln. Dafür muss ich mir natürlich erstmal ein bisschen ein Bild hiervon machen.
wie ich am besten vorgehen möchte, wenn wir zum Beispiel, ich weiß es gerade gar nicht, wenn wir zum Beispiel hier so reinkommen, hier den Button, dann ist es naheliegend, dass es links anfängt. Also fangen wir mal links damit an. Ich werde nach wie vor diese Polished Granite Blöcke nehmen, weil das irgendwie eindeutig ist. So weiß man immer, wo man hingucken muss. Hier möchte ich es jetzt allerdings nicht so deutlich machen, wie man eventuell denken mag. Kommt man, ist so ein Sprung möglich? Nee, ist nicht möglich. Müssen wir den hier nehmen. Hier möchte ich es nicht so eindeutig machen. Und zwar auch lange Zeit auf derselben Ebene bleiben und quasi den Raum voll ausnutzen. Zum Beispiel hier nutzen wir mal ein bisschen die Eigenschaften der Trapdoors. Oder ich könnte gleich einen Zaun hier hinsetzen. Das wäre natürlich richtig assi. Zum Beispiel hier einen Zaun hin. Ich weiß gar nicht, ob der Sprung überhaupt möglich ist. Aber wäre schon so richtig auf dem Level, wo ich hin möchte. Hier einen Zaun hin, dann ist es halt wieder zu einfach. Dann machen wir hier einen Zaun hin. Es geht jetzt darum, asozial zu bauen. Dieser Jump'n'Run hier soll von der Schwierigkeit auf einmal höher sein als das da drüben, denn der ist ja auch noch zusätzlich auf Zeit. Okay, der war zu leicht, also können wir so lassen. Dann setzen wir jetzt als nächstes hier hin eine Trapdoor. Das ist auf jeden Fall noch klar drin. Und dann hier den nächsten Stein. Oh ja, das könnte ein bisschen schwer sein. Das sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Und vor allem geht es ja auch überhaupt nicht hoch. Aber jeder, der sich ein bisschen mit Jump'n'Run auskennt, der weiß, dass das hier gerade gar nicht so easy ist, was ich hier bastle. Vor allem, wenn man selbst gerade in der Folge total im Jump'n'Run Alter, komm schon. Total im Jump'n'Run verkackt. Oh ja, ich sehe schon die Rage-Quits kommen. Das ist aber dafür da. Das soll ein bisschen abschrecken. So, okay, geschafft. Ja, ist möglich. Also, ihr wisst ja, einmal geschafft, reicht aus. Danach kann man es sein lassen. Gut, hier dann so richtig mies um die Ecke. Und jetzt kommt eben das Krasse, was ich hier verwenden will. Zum Beispiel, dass hier einfach so, dass man quasi hier einfach einmal runterspringt. Und dann ist man auf einmal wieder unten und dann kommt man irgendwie an Leitern dran und dann muss man irgendwie wieder hoch. Boah, das ist auf einmal, weißt du, so locker, easy, so ja, Jump'n'Run, dann kommst du hier rein. Und das hier halt auch noch auf Zeit, ne? Das heißt, letztlich will ich das so timen, dass du mehr oder weniger hier in einem Run durchrushen musst. Ich werde es natürlich nicht so schwer machen, weil diese Sprünge sind jetzt auf einmal von der Schwierigkeitsgrad her auf einmal viel höher. Da ist ein Cut drin und der Cut ist bewusst, damit kein Sturmwaffel irgendwann nochmal herkommt und sagt, dein Jump'n'Run ist so einfach. Hä? Ich weiß, das ist ein bisschen mies. Boah, ich weiß gerade gar nicht, ob ich mich jetzt gerade dumm anstelle oder das tatsächlich vom der Schwierigkeitsgrad her doch zu schnell zu schwer wurde. Weil ich meine, okay, so ein Dinger kann man mal reinmachen. Auch das hier, das ist wirklich noch alles okay. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht gerade doch ein bisschen am Übertreiben bin. So, weil zum Beispiel hier geht es dann wieder runter. Und hier mache ich jetzt eine Leiter hin. Zum Beispiel hier hin. Ist dann so, dass man von unten schon wieder nicht mehr rankommt. Und dann kommt natürlich die nächste Leiter hier ums Eck. Das wäre ja auch sonst zu einfach. Und dann könnte ich zum Beispiel sowas machen. Auch das hier vom Sprung her. Ein echtes Arschloch und vom Schwierigkeitsgrad her echt nicht mehr angenehm, vor allem wenn man gerade so easy hier reingekommen ist und das auch noch auf Zeit. Aber es soll ein schwerer Raum werden. Boah, der Sprung ist zu hart, glaube ich. Also das ist schon ein möglicher Sprung, aber du musst halt sehr gut das Act hier timen. Und ich glaube, nach dem Anfang, den ich jetzt hier gerade eben hier reingesetzt, oh, jetzt habe ich gar nicht gesprintet, hier reingesetzt habe, kann ich das nicht bringen, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Leute, kann ich das bringen? Also ich möchte natürlich schon, dass die Leute ein bisschen ragen. Du siehst, er geht auch, aber das ist zu schlimm. Ich glaube, ich mache sowas. Das ist noch ein bisschen cooler, weil dann musst du nämlich hier, musst du nicht mal sprinten, kommst trotzdem ums Eck. Ich frage mich nur, ob ich es dann wirklich, dann muss ich, glaube ich, als nächstes in die Raummitte gehen. Boah, das ist ja, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, was ich hier gerade anstelle. Weil es ist ein bisschen Rage-Sport. Wenn ich das so machen würde, dann wäre es was anderes. Da könnte man aber auch direkt hier drauf. Wenn ich das so mache, dann ist es wieder easy. Weiß ich nicht. Ist so ein Sprung, den ich bis jetzt auch eher selten gesehen habe. Dass man quasi gegen etwas, aber der geht halt auch noch, geht der auch noch so? Weiß ich gerade gar nicht. Ups,
Jump'n'Run-Bau hier, live in Kraftattacke. Ne, ich glaube, der geht gerade gar nicht so, weil die Decke drüber ist, oder? Doch, der geht noch. Ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich nämlich ihn wirklich nochmal weiter runterkommen lassen, dass man dann quasi durch die Mitte nochmal durch muss. Dann könnten wir hier irgendwie so ein Mittending hier hinsetzen. Das fände ich ganz cool. Wir machen mal ein bisschen weniger asozial, okay? Nicht übertreiben, nur weil ich es kann. Das wäre echt ein bisschen mies. Also nicht, weil ich den Jump Run kann, sondern weil ich übertreiben kann in der Stelle. Was wir übrigens auch sicherstellen müssen, ist, dass der hier nicht möglich ist. Und genau der ist aber möglich. Hier kann man nämlich, glaube ich, mit ein bisschen bösem Willen, kann man hier abkürzen, glaube ich. Muss ich herausfinden. Oder doch nicht? Ja, ich glaube, er ist ganz knapp tatsächlich möglich, oder? Oder ganz knapp nicht mehr möglich. Nee, ich glaube, er ist nicht möglich. Weil ich habe jetzt gerade schon ziemlich präzise gespielt. Ah, doch, er ist möglich. Ha! Dachte ich doch, dass das zu hart ist in dem Moment. Zu leicht. Das wäre natürlich cool, weißt du, so einen unendlich schweren, aber dann irgendwo Abkürzungen reinbauen. Das wäre wieder typisch, du. So. Ja, okay, das war jetzt zu einfach. Ich gucke nochmal, ob es nochmal so easy ist. Dann wird es nämlich vom Schwierigkeitsgrad her zu dem Raum passen. Ich mache gerade das, was ich immer... Ah, das kann ich nicht machen gerade. Vielleicht hier einfach einen Block hin. Das ist, glaube ich, das Beste. Dann könnte man zwar hier auch komplett abkürzen. Dann machen wir das. Dann machen wir hier doch keinen dummen Eckdinger hin. Oder vielleicht doch. Gucken wir mal, wie schwer der Sprung jetzt ist. Okay, das habe ich jetzt geschafft. Das Problem bei so schwierigen Sprüngen ist, dass man nie einschätzen kann, wie schwer sie tatsächlich sind. Das ist irgendwie cool, weil wenn man hier bis ans Eck sneakt und dann hier rüber springt, dann hat man irgendwie so einen doppelten Sneak-Moment. Aber es geht, ich habe es jetzt jedes Mal in Folge geschafft, dann passt das so. Gut, und jetzt werde ich irgendwie so ein Monument in die Mitte bauen. Ein Stonebrick-Monument oder vielleicht auch irgendwas aus normalem Holz. Irgendwie hier so. Wir können das sogar genau so basteln, dass das zum Beispiel so hier ist. So. Und so. Und so. Und so. Und dann hier drauf Stonebrick. Und das Tolle daran ist jetzt, das ist von keiner Seite des Raums wirklich erreichbar. Sollte es jedenfalls. Von hier ist es nicht erreichbar. Von hier hinten erst recht nicht. Vielleicht von dem Block hier. Dann müssen wir schnell herausfinden. Muss man hier schnell ein bisschen abkürzen, damit ich hier hochkomme. So, das hier ist machbar, ne? Sollte, glaube ich, jedenfalls machbar sein, wenn man sich nicht so dämlich anstellt. So, ja, der sieht schon machbar aus. Ja, der ist, glaube ich, möglich. Nichts ohne Beweis, aber ich glaube, er ist... Boah, diese Dinger sind vielleicht nervig, du. Boah, ich kotze gerade ein bisschen, ne? Jump'n'Run bauen, wenn man nicht Jump'n'Run kann, doch. Der sieht halt mir zu möglich aus. Da müssten wir jetzt irgendwas hier reinsetzen, dass das irgendwie ein bisschen dümmer ist. Vielleicht noch irgendwie hier ein Block in die Luft oder so. Das gucken wir, wie wir es gleich machen. Davor muss ich jetzt erstmal hier nochmal austesten. Also klar, der kommt ja natürlich dann weg. Wie gesagt, der Sprung hier total komisch. Und jetzt hier zum Beispiel so eine Leiter hin. Dann könnte man zum Beispiel von hier aus so an die Leiter springen und wäre da. Aber wie immer will ich natürlich nicht, dass man abkürzen kann, weil das hier wäre jetzt halt auch möglich. Das heißt, wir müssen die Leiter mindestens hier hinsetzen. Oder vielleicht sogar noch weiter weg, dass man von hier aus nicht mehr drankommt. Gerade so Jump'n'Run auf so kleinem Raum ist halt echt eine coole Sache zu bauen. So, ich glaube, jetzt ist er so schwer, dass es sich schon nicht mehr lohnt, sag ich mal. Vielleicht ist er noch möglich, aber so schwer, dass es sich nicht mehr lohnt. Und der hier ist halt echt möglich. Sehr schön. Okay. Und dann könnte man zum Beispiel irgendwie hier... jetzt den nächsten Polish Granite Block hinbauen, zum Beispiel hier hin. Und das hätte dann quasi den Sinn, dass du quasi jetzt hier drauf kommen kannst und dann von hier aus weiter, dass du aber von hier keine Chance mehr hast. Der muss hier hin, der Block. Dass du von hier keine Chance mehr hast, hier abzukürzen. Aber doch dennoch hier sehr schön auf den hier kannst und dann hier weiter. Okay, krass. Das hier ist schon eine hübsche Sache gerade. Allerdings vom Schwierigkeitsgrad her enorm viel schwerer als das, was wir hier draußen gesehen haben. Also das ist so ein bisschen Warmmachttraining. Das hier, und das hat auch noch auf Zeit, ne? Da muss er wirklich
krass drauf sein, um das hier auf Zeit zu schaffen. Ich kann mal kurz wirklich versuchen, ob ich es selbst schaffen würde oder ob ich zu hart gebaut habe, weil gerade so ein bisschen der Sadist in mir rauskam, der seine Craft-Tech-Mitspieler foltern will. Ich muss wirklich hier genug Zeit lassen. Also, dass man den hier auf Anhieb schafft, ist nicht selbstverständlich. Dass man hier bei denen hier nicht failt, ist auch alles andere als selbstverständlich. Aber ich finde, es geht eigentlich. Der hier ist total krass, der Sprung. Nö, das ist alles bis jetzt auf jeden Fall noch machbar, wie man jetzt gerade gesehen hat. Das war jetzt ein sauberer Run. Und mir gefällt das. Ich werde dann wahrscheinlich irgendwie offscreen oder so, wenn ich Langeweile habe, was nie vorkommt. Oh. Was nie vorkommt, dann werde ich irgendwie den hier nach oben nochmal weiter ausbauen. Ich möchte das hier nicht zu groß machen. Also ich möchte ihn wirklich feingranular halten. Sprich, immer nur so kleine Teile. Diese Sprünge so an sich, diese Sprünge hier so. Ich mochte jetzt quasi die Idee, dass man hier nur 4 Blöcke hochkommt und quasi einmal im ganzen Raum rum muss. Ich denke, ich werde quasi das ganze Ding nochmal einmal nach oben verdoppeln. Und dann hat man es aber auch geschafft, weil zu asozial müssen wir jetzt auch nicht sein. Ja, also das fand ich jetzt irgendwie cool. Ich spiele es jetzt noch einmal, aber irgendwann reicht es dann aber auch mal, oder? Oder? Ich denke schon. Ich möchte es noch einmal spielen, weil es ist echt, ich finde es cool. Also es hat so ein bisschen andere Elemente als nicht nur Blöcke, was halt draußen sehr war. Es hat teilweise Sprünge drin, wo man ein bisschen wissen muss, wie sie gehen. Oder es ist nicht einfach. Das war irgendwie auch so ein bisschen ein Anspruch. Wir können inzwischen drin wieder leichte Teile reinbauen, aber es müssen auch mal so ein bisschen Brecher sein. Also ich denke, das hier hätte auf Timolia Schwierigkeit Mittel. Das am Anfang nicht. Wäre einfach, ja. Ich mag den hier gerade nicht. Also der ist zwar irgendwie, der ist irgendwie zu einfach so in dem Moment. Und ich frage mich gerade, wenn ich derjenige, der hier gebaut hat, schon so viel failt, wie werden dann die anderen erst failen? Wahrscheinlich haben die einfach mehr Skill als ich. Dann werden sie es besser hinbekommen. Aber ansonsten, also diese Sprünge hier zwischendrin, die sind alle sehr safe. Man muss halt nur ein bisschen gucken, dass man an den wichtigen Stellen nicht verkackt. Der gefällt mir hier nicht. Da setzen wir noch eine Leiter ran. Weil das ist einfach, das ist so komisch, der Sprung. Der gefällt mir nicht. Das ist, also, es ist ein sehr komisches Verhalten von dem Minecraft-Charakter, zu sprinten und gleichzeitig nicht. Das könnte irgendwie sogar so ein Server-Lag noch fast sein. Wir simulieren mal so. So würde das quasi aussehen, wenn man das hier versucht, schnell zu schaffen. Boah, dass ich den noch geschafft habe, heilige Scheiße. Ja, und jetzt können wir hier rüber und dann... Ja, okay, das ist wesentlich besser. Und dann zack und zack. Und dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie dahin als nächstes eine Leiter hängen. Ja, doch, finde ich ganz fresh. Ich kann nur sagen, Leute, das wird ein richtig cooler Jump'n'Run, finde ich. Also ich finde das jetzt hier schon, wie das aussieht, sehr, sehr cool. Ich kann das gar nicht auf einen Screen irgendwie packen. So zum Beispiel. Finde ich cool. Können wir irgendwie so eine Abschiedspose machen, so wie das hier aussieht? Nee, können wir nicht. Schade. Okay, also, das war mal wieder ein bisschen Jump'n'Run-Bau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen was optimiert, bisschen was besser gemacht. Wie gesagt, ich werde gucken, dass wir das hier weiter fortführen. Und ich glaube, wenn wir uns den Berg von außen angucken, wir haben noch ein bisschen offen was. Bisschen können wir da noch machen. Ein bisschen Potenzial hat das noch, ne? Das kann echt noch sehr, sehr wild werden. Also ich habe jetzt hier mal diese Leiter hier reingesetzt, damit auf jeden Fall der Sprung hier machbar ist. Ist cool. Ich habe gerade selbst Bock, das Ding hier durchzuspielen. Und wie gesagt, wir werden uns noch viel Zeit damit beschäftigen. Aber ich habe auch noch ein Haus, wo man weiterbauen muss, okay? Also gucken wir mal. Dankeschön fürs Zusehen und macht's gut. Bis bald. Tschüss.